Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, ich dachte mir, vielleicht interessiert euch ja ein bisschen was zu meiner Ausbildung. Und ja, ich dachte mir einfach mal, momentan habe ich ja Schule in meiner Ausbildung und ich erzähle einfach mal ein bisschen was dazu. Insgesamt lerne ich also 3,5 Jahre, verkürzen kann ich auf 3 Jahre den Beruf, den ich mittlerweile lerne. Ich lerne Pharmakantin. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht einfach mal so erzählen, was man unter anderem da macht. Ich habe mir mal beim Ausbildungsplan zu Rate gesucht. Das ist einfach nur eine Gliederung meiner Berufsausbildung, was mir beigebracht werden soll, in welchem Zeitabschnitt ungefähr. Und damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was ist das überhaupt, was macht man da vielleicht? Pipapo, guck mal, da sieht man. Links hinten, seht ihr die Pappe? Habe ich ja nicht weggebracht. Wollte ich noch machen. Aber auch egal. Also ich drehe mal meinen Stuhl so. Dann ist auch nicht so viel Licht. Da. So. So vielleicht noch. Wenn ich so ein bisschen weiter rüber mache, dann seht ihr noch eine Leiter. Ihr seht natürlich die schöne rote Wand. Ihr seht unser Sofa, das auch gerade ein bisschen aussieht wie Chaos. Ich hätte mich doch auf die andere Seite setzen sollen, stelle ich gerade fest. Und ja, wir haben ein. Ja, wie es ja natürlich jeder bekommt zu der Ausbildung, eine fachliche Gliederung, was denn alles in diesen drei, beziehungsweise es wird dann halt auch ein viertes Jahr, also das letzte halbe Jahr wird als viertes Lehrjahr aufgespalten, was man nicht unbedingt haben muss. Wie gesagt, also es wird dann teilweise vom Betrieb dann halt angeboten, wenn man gut genug ist, es zu verkürzen. Ob ich das bin, weiß ich noch nicht. Momentan geht es noch gut, obwohl ich viel nachholen muss. So, das Ganze geht über die Arbeitsorganisation und Kommunikation, Plan von Prozess, Betriebs- und Arbeitsabläufen und über, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich nicht so viel darauf eingehen. Also natürlich ist viel mit Chemie. Ich lese einfach mal so ein kleines bisschen. Ja, Sicherheits- und Gesundheitsschutz, aber das bekommt eigentlich jeder in seinem Betrieb. Also in jedem Betrieb gibt es bestimmte Sicherheits- und Gesundheitsschutzsachen. Bei uns ist es halt ein bisschen extremer, je nachdem, mit was für einem Stoff man zu tun hatte. Wir hatten jetzt schon mit einem Stoff zu tun, das war Aerosil. Das ist ein Stoff, der staubt, ein sehr leichtes Material. Was aber beim Einatmen die Lungenbläschen verklebt. Das heißt, wir haben dann halt mit Mundschutz gearbeitet. Wir haben den Stoff zwar nur abgewogen, aber einfach nur, um mal so ein Gefühl zu bekommen, dass zum Beispiel dieser Stoff im Vergleich zu Wasser, nee, zu Maisstärke und zu Zucker viel, viel leichter ist. Also es war schon fast so, sah ein bisschen aus wie Zuckerwatte ähnlich. Und einfach nur, dass man dann halt mal damit gearbeitet hat und zum Beispiel weiß, okay, zwar habe ich jetzt diesen Stoff, aber vielleicht sollte ich mich informieren, wie das Gewicht ausfällt, ob es irgendein Stoff ist, wo jetzt das sehr gering ist oder wie auch immer, weil dann kann ja auch das Behältnis zum Beispiel nicht mehr reichen. Dann kann auf einmal sein, dass man vorher so ein Behältnis gebraucht hat, so ungefähr, und dann auf einmal man für dieselbe Menge so braucht, weil halt das Gewicht einmal nicht passt. Natürlich wurden uns halt Sachen beigebracht, wie man mit dem Feuerlöscher umgeht, wie allgemein die Sicherheitsvorkehrungen bei uns sind. Aber das ist eigentlich überall so. Nächstes Set ist Umweltschutz natürlich. Aber das ist natürlich auch klar, wenn man mit Stoffen arbeitet, die der Umwelt schaden könnte, sollte man die natürlich ja nicht, wenn man mit einem Experiment sind, draußen vor die Haustür gehen und die da wegkippen. Macht auch kein Chemielehrer, also obwohl wir hatten mal eine Chemielehrerin, die ist immer aus dem Fenster gekippt, so. Also hier schön mit den Messkolben, oh, fertig, raus. Da ist auch keine Blume mehr gewachsen, das kann ich euch sagen. Es geht ums Qualitätsmanagement unter anderem. Obwohl, ich kann euch das vielleicht mal anders vorlesen. Ich lese euch einfach mal. Die Ausbildungsbedingungen für Pharmakantin vor ist ein bisschen, also ist jetzt da nicht hier so, also so von der IHK ist das der Ganze.
Genau, Frau Markante. Ich habe das jetzt zugehalten, weil da steht auch natürlich die Firma und ich werde nicht sagen, was für eine Firma ich arbeite. Auf jeden Fall, genau. Pharmakantin. Als Pharmakantin bist du im Produktionsbereich, zum Beispiel bei der Herstellung von Kapseln, Tabletten, Lösungen, Salben, Inhalativen und anderen Darreichungsformen unentbehrlich. Ausbildungsinhalt ist halt wirklich, als Pharmakantin arbeitest du im pharmazeutischen und biotechnischen Herstellungsbereich mit computergesteuerten Produktionsanlagen. Bei den Inhalationspräparaten wirkst du an innovativen Herstellungsmethoden von Arzneimitteln mit. In der Biotechnologie lernst du, wie man mit Hilfe von Zellkulturen oder Bakterien pharmazeutische Wirkstoffe gewonnen und aufgearbeitet werden. In den Laboren der pharmazeutischen Entwicklung und der Verfahrensentwicklung hilfst du mit, Darreichungsformen für neue Medikamente zu entwickeln und Herstellungsprozesse zu optimieren. Dieses Aufgabenbereich erfordert praktisches Geschick und die Bereitschaft, sich gute Basiskenntnisse in Fächern wie Chemie, Biologie und Zellkulturtechnik, pharmazeutische Technologie und Mathematik anzueignen. Das theoretische Wissen erlernst du hierbei in der Berufsschule und an zahlreichen Schulungen und Praktika, die im Ausbildungslabor und Technikum stattfinden. Durch die Mitarbeit in den Herstellungsbetrieben erwirbst du die erforderlichen praktischen Fertigkeiten für diesen Beruf. So, für diesen Beruf braucht man einen qualifizierten Hauptschulabschluss oder mittlere Reife. Wie gesagt, das Ganze geht 3,5 Jahre. Ausbildungsinhalte sind halt Fachrechnen, Pharmakologie, also ja, anders genannt als Arzneimittelkunde, allgemeine und organische Chemie, Arbeitssicherheit. Wir haben zum Beispiel die Grundausbildung in einem Ausbildungszentrum und haben jetzt das nicht direkt schon im Betrieb. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch kleinere Unternehmen, dann wird man halt direkt im Betrieb. Aber allgemein weiß ich ja natürlich jetzt nicht. Ich kann es jetzt nur mit meinem Betrieb vergleichen. Also wir lernen Grundkenntnisse, wie Pipettieren haben wir jetzt gemacht, Biegen haben wir jetzt gemacht. Haben wir jetzt alles dort gelernt, schon ein bisschen so Umgang mit Stoffen, wann man eine Schutzbrille trägt, wann man Handschuhe trägt, was man eigentlich im Labor immer tragen sollte und ja, wie das Ganze halt abläuft. Wie man halt eingesetzt, also halt zum Beispiel in der Produktion von Tablettenkapseln etc. pp. Und ja, Produktion von biologischen Wirkstoffen, die Wörter sind sehr schwer, wenn es schon so, naja. Labore zur Prozesskontrolle, Erforschung und Entwicklung von Arzneiformen und Verfahrensentwicklung. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir dann natürlich auch Berufsschule haben. Die haben wir momentan. Also wir haben jetzt gerade die erste Woche Berufsschule. Da ist natürlich einiges so ein bisschen wird einiges organisiert. Dann wird erstmal eingeteilt, okay, was sind denn überhaupt was haben wir überhaupt für Abschlüsse in der Klasse, wird erstmal ein bisschen sortiert. Die, wo jetzt schon Fachabi haben, wie zum Beispiel ich, durch meine erste Berufsausbildung, die haben jetzt zum Beispiel, na, was wollte ich sagen? Die haben Englisch und Deutsch getrennt von den anderen, weil halt, keine Ahnung. Weil sie denken, wir können das besser. Ich weiß es nicht, weil ich bin immer noch der Meinung, ich bin sehr schlecht in Englisch. Aber, keine Ahnung, ich habe es gesagt, jetzt bin ich trotzdem in dem Kurs. So, obwohl die erste Aufgabe ging, ja, wir haben dann Kennenlernspiele gemacht. Wir machen gerade, unsere Lehrer sind eigentlich so, weil sie uns jetzt nur 2 Wochen haben, dann 4 Wochen wieder nicht. Pipapo, machen die halt so ein bisschen. Entweder ist unterschiedlich, also manche Lehrer machen Namensschildchen und ein Bild von uns, sieht man so ein bisschen aus wie so ein Verbrecher. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier habe ich so ein Namensschild und dann so. Nein, also, das habe ich nicht geguckt. Ich habe schon gelächelt. Das war der einzige Unterschied, wenigstens. Und ja, dann haben wir schon so ein Prüfungsvorbereitungsbuch bekommen. Ein paar Lehrbücher natürlich, die ja immer nicht so kostengünstig sind. Also, ich habe jetzt auch mir ein Buch. Nee, 2 Bücher, glaube ich, Gebrauch geholt, weil ich einfach der Meinung bin, ich gebe nicht 40 Euro für ein Sozialkundebuch aus, obwohl wir damit höchstwahrscheinlich nicht viel arbeiten werden. Also unser Lehrer ist auch Gott sei Dank so, wir werden viel mit Internet arbeiten, sobald wir Internet haben. Ja, deswegen
Einmal das dazu. Und dann habe ich noch rausgesucht, weil wir ja auch Schule jetzt haben. Schule, und zwar haben wir auch halt natürlich verschiedene Themen momentan. Momentan haben wir nur 5 Lernfelder. Ich habe 6 Lernfelder gemacht. Ist ja egal. Werfe ich der sechste weg. Wir haben momentan also 5 Lernfelder im ersten Lehrjahr. Darunter Stoffe vereinigen und zur Reaktion bringen. Das haben wir jetzt die letzte Zeit immer gemacht, also Montag, ja, 2 Tage jetzt schon. Stoffsysteme trennen und reinigen, Stoffgröße und Stoffzustände in der Produktionsanlage erfassen, mikrobiologische Arbeitstechniken anwenden und mit pharmaspezifischen Arbeitsstoffen umgehen. Das sind so die Themen, mit denen wir uns momentan beschäftigen, unter anderem aber auch Sozialkunde, Englisch, Deutsch. Ich glaube, das war es sogar an den normalen Fächern. Sport haben wir nicht. Das können wir wahrscheinlich alle. Nee, ich weiß nicht. Also ich finde es auch besser, dass man in der Berufsschule keinen Sport mehr hat. Ich hatte in meiner ersten Berufsausbildung weiterhin Sport. Und das war ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wenn ich ein Kellnerin bin und eh schon meine 9, 10 Stunden, die ich da immer da war, den ganzen Tag gelaufen bin, kann ich in der Schulwoche echt darauf verzichten, dann auch noch zu laufen. Und dann noch schneller zu laufen vor allem. Deswegen finde ich das ganz gut, angenehm. Lehrer sind bis jetzt alle nett. Also so viel ich weiß. Und mir fällt jetzt keiner ein, der unser Rektor ist. Also und in dem einen Fach, was wir haben, im Lernfeld 1, ist unser Rektor. Der ist ein bisschen, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen Comedy-mäßig, würde ich es nennen. Ich würde es Comedy-mäßig nennen. Ich finde es cool. Er bringt es gut rüber. Ja, und es macht eigentlich Spaß. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Und ja, sonst wollte ich gar nicht viel sagen. Ich wollte vielleicht nur noch mal hier ins Prüfungsbuch euch das mal zeigen, was wir da haben. Wir haben da hier so ein PAL-Prüfungsbuch, Testabgaben für die Berufsbildung Pharmakantin. Jetzt wurde uns gesagt, da sollte demnächst nochmal eine Neuauflage kommen, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Und ich weiß nicht, also wir haben halt unter anderem Ankreuzaufgaben, dass ihr das so mal seht. Hier so schöne chemische Sachen halt, aber das sieht jetzt alles noch nicht so. Keine Ahnung, geht es dann halt je nachdem. Und wir haben dann natürlich auch Graphen ablesen, Tests auswerten, je nachdem, was soll mir diese Graphen sagen und sowas, müssen wir halt alles können. Wir haben damit auch schon ein bisschen gearbeitet oder was natürlich die Warnzeichen sind. Die neuen unter anderem. Ich wusste auch nicht, dass es da neue gibt. Ich hoffe, ihr lernt die neuen in der Schule. Ich wusste es nicht. Und dann natürlich Statistiken erstellen. Zum Beispiel, also hier oben ist das. Statistiken erstellen und sowas. Aber wie gesagt, also da sind wir, also Statistiken hatten wir jetzt schon zum Beispiel schon, aber ja, so in der Art wird das halt dann gemacht. Natürlich gibt es halt auch einen Lösungsteil dazu. Dann, wie halt diese Prüfungsbögen aussehen. Die werden ja heutzutage alle mit dem Computer ausgelesen. Deswegen gibt es da bestimmte Richtlinien natürlich, wie man das ausfüllen sollte. Und ja, haben halt dann wahrscheinlich, das sind verschiedene, doch, es sind halt verschiedene Teile. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich verkürzen kann. Momentan mache ich noch jeden Samstag Mathe-Nachhilfe. Das hatte ich auch, glaube ich, schon im letzten Video erwähnt. Was auch ganz lustig ist. Und ich weiß nicht, ob euch dieses Vlog-mäßige überhaupt gefällt. Also vielleicht werde ich es beibehalten, so vielleicht auch jeden Tag so ein bisschen was zu erzählen. Insofern ich was zu erzählen habe. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht das nächste Mal wieder zuschaut, falls euch der Beruf interessiert. Es ist halt Chemie, Biologie, Mathematiklastik. Mathematik ist jetzt auch nicht so meins, aber ich fuchs mich da rein. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, draufklickt, draufklicken. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.